Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show von mir. Ich möchte euch hier das Superspiel Big Bricks Over the Road Racing vorstellen. Ein Spiel aus dem Jahre 2003 von Stellar Stone gezimmert und von Activision vertrieben. Und wir hören schon im Menü die geile Musik. Eine Mischung aus dem Titelsong von Convoy und von Smokey and the Bandit. Einfach nur genial, diese Musik. Ich habe ein kleines Let's Play beim Kollegen LST gesehen. Er hat das Spiel auch mal angeschnitten und er war von dem Spiel sehr begeistert. Gucken wir uns mal. Option. Erstmal alles ein bisschen höher stellen. Low, normal. Geht's auch hier ein bisschen high-mäßig? Nee. Okay, normal. Apply. Und ja, genauso schnittig wie die Musik hier. Und durchs Menü führt, geht's auch gleich weiter. Das ist hier übrigens ein Spiel im Stil von, wer es nicht kennt, wie LKW Raser oder so ähnlich wie zum Beispiel auch hier, was ich letztens gemacht habe, die beiden hier, Renault Truck Racing. Genau in diese Ecke schlägt dieses Spiel auch ein. Und wir lassen uns einmal von dem gigantischen Soundtrack nicht beeinflussen und gehen mal auf Custom Ways. Wie gesagt, das Spiel ist im Jahre 2003 und natürlich sind hier keine Lizenzen drin, deswegen haben wir auch hier der Volvo zum Beispiel, heißt der Sunrise W12, natürlich Volvo FH12, die Form unverkennbar von den Scheinwerfern, das könnte zum Beispiel auch ein Volvo sein, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, das hier auch. Eventuell auch, also die amerikanischen Versionen. Ja, ich würde sagen, wir steigen einmal ein und schwingen uns hier, oh, die geile Kuh hier, hör mal, in den Thunderball. Ja, wir suchen uns jetzt eine Strecke aus, wir können die Devil Passage nehmen. Devil Passage 2, Forgotten Road, Night Ride. Und ich würde sagen, wir nehmen Forgotten Road 1. Und ja, dieses Spiel. Wir gehen mal auf Waze, es wird geladen. Was ich interessant finde, ist, dass dieses Rennauto hier im Hintergrund ist. Obwohl es hier ein LKW-Spielchen ist. So, ready, go. Und wir sehen schon hier die bahnbrechende Grafik. Wir sehen hier, ja, Need for Speed Underground 1 und 2, die so um denselben Zeitraum rausgekommen sind. Ja, die müssen jetzt das Fürchten lernen. Und diese Grafik hier, warte mal eben, da, WASD geht nicht, okay. So, und ja, unser Gegner macht noch Pause und er hört diesen geilen Motorsound, die Umwelt, oh, dieses Vogelgezwitscher. Der Wind, ja, und unser Beifahrer hier, unser Opponent hat noch nicht mal gemerkt, dass es hier losgeht. Er ist noch am Pennen. Ah, oh, der Sound, hör mal, und ups, was ist denn jetzt los? Wo ist mein LKW hin? Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, was war das jetzt? Oh, und das Keulen der Motoren, die Rauchentwicklung beim Gas geben, die Quietschgeräusche beim Bremsen. So, und jetzt erstmal Butterweih Fische, weil jetzt denken, nanu, hat er geraucht, der Mike? Oh, das Grafikflimmern. Ja, ja, ihr habt richtig. Also, das Spiel hat echt keinen Sound. Und das ist damals wirklich 2003 so verkauft worden. Ja, ich habe mich hier mal ein bisschen. ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich so verkauft worden, kein Sound. Activision hat es vertrieben. Wie gesagt, Stellar Stone hat es gezimmert. Ich habe keine Ahnung. Er sagt, er geht dagegen. Ist ja sogar hier die Freeware von Renault besser, dieses Renault Racing. Ja, und natürlich ist dem Gegner vergessen worden, eine AI einzuprogrammieren. Deswegen, der steht da noch und steht und steht und fährt nicht. So, warte mal, ich bremse mal kurz eben. Weil wir können nicht schneller als 80 mph von 120 km/h ist in Ordnung. Und unten, ja, man sieht richtig, im Display unten vom Tachometer sind zwei digitale Anzeigen drin. Einmal, wie schnell wir gerade fahren. Und ich glaube, einmal die Kilometer oder die Zeit, ich weiß es nicht. Dann oben, Lab 1 von 1. Time, Farmer 2. Und selbst, guckt mal hier, Time passt noch nicht mal richtig rein. Einzige, was gezählt werden, sind was die Checkpoints. Hier diese roten Dinger, die dann um
den Grün rumgezimmert werden. Ultra Nuff heißt's. Also. Und die Grafik. Die Grafik, meine Freunde. Oh. Sollen wir mal gucken. Kann man die. Ah, man kann sogar die Sicht wechseln, sehe ich gerade. Aber, ja, in den Himmel gucken. Auf C drücken. Ich habe keine Ahnung. Kann man da auch irgendwas bewegen? WASD technisch? Nee. Oh, doch. Gucke mal. Ich halte mal eben an, mal sonst. Was ist das? Ach, guck mal. Hä? Mit der Maus kann ich mich jetzt hier umgucken. Aha, man kann sich schneller bewegen. Unterirdisch. Wow. Das ist wahrscheinlich, falls man den Truck mal verloren haben sollte, dann kann man mal gucken, wo man gerade ist. Da ist er. Hi. Aber irgendwie ist die Kamera... Ja, vor und zurück, hoch, geradeaus. Aber hoch geht's irgendwie nicht, ne? Ne, Shift ist beschleunigen. Das ist also eine unterirdische Kamera. Keine Ahnung, warum die hier drin ist. Ja, gehen wir wieder zurück. Mit C wechseln wir mal. Also mit WASD kann man zumindest die Kamera bewegen und mit Cursor-Tasten unseren Truck. Einfach nur heftig. Gern mal nur geil. Weißt du was? Wenn unser Truck da hinten, unser Gegner Pause macht, ich weiß auch gar nicht hier. Time ist klar, was das PNT. Ich habe keine Ahnung. Ich halte mal eben. So. Echt, also kein Sound, nix. Man hört hier nur ein bisschen vielleicht das Surren meiner Festplatte oder Grafikkarte im Hintergrund. So, was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe meine Proberunde vorhin gespielt. Pass mal auf. Wenn ich jetzt rückwärts Gas gebe, dann, hui, oh, gucke mal. Begrenzung, was ist das? 100, 120 kann ich zurückfahren. 160 und jetzt an meinem Kreis drehen. 100, wow, guck mal. Oh, Hilfe, ich krieg einen Drehwurm. Wir fahren rückwärts, 400. Immer gleich graben wir uns nach China durch. 500. Wow. 600. Es geht noch tiefer, Herr Kaloin. 700 Meter. Und es geht noch tiefer. 800. Ich halte mal eben. Wo sind wir denn jetzt gelandet? So, jetzt sind wir hier irgendwo. Mal gucken mal. Und man kann wieder berghoch, bergrunter fahren. Jetzt sind wir irgendwo weit ab vom Schuss. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hingebeamt habe. Man kann... Oh, uiuiuiuiui. Berghoch fahren, bergrunter fahren und natürlich... Ah. Hör mal, das ist ja wie bei... Dieses Feature hätte ich mir bei Hard Rock Apocalypse gewünscht, dass ich hier so schnell hochfahren kann. Ich weiß gar nicht, wo bin ich jetzt angekommen? Ah, das ist die Brücke, wo ich hier lang wollte. Und noch weit, warte mal eben. Es geht noch besser. Also ihr seht schon, wenn man hier bremsen will, vorwärts geht langsam. Wenn man rückwärts fährt, boom, man steht sofort. Aber wenn ich jetzt hier die Handbremse anziehe, hör mal, gucke mal. Oh, Handbremse. Dann geht das noch schneller, Herr Kaloin. Wir graben uns jetzt nach China durch. Ui. Wow. Gucken wir mal an, als Punkt, da ist die Brücke wieder. Wow, also das Spiel ist geil, alle. So, und jetzt soll mal einer über No Man's Sky meckern, ne? Also, das Ding ist für 30 Euro, wie gesagt, schnell gekommen, dieses Spiel hier. Es wurde gekauft. Und ich glaube, es kostet jetzt bei Amazon, glaube ich, so ungefähr um die 90 Euro. Weil wegen Sammleredition. Einfach nur geil. So, wir fahren mal ein bisschen weiter. Also, ich kann mir so selber Soundeffekt machen. Und hier unser Gegner macht noch Pause. Und man sieht hier auch hier, wie die Texturen ganz weit über das Modell des LKWs gestülpt sind. Der Auflieger. Guck mal, wo die Achsen hier sind. Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und your winner. Wow, wir haben gewonnen.
So, wer noch weiter möchte, das war jetzt hier Thunder. Wir sind jetzt aber hier irgendwie ohne Auflieger gefahren mit dem Thunderball, obwohl wir hier eigentlich hier einen Auflieger drauf haben sollten. Fahren wir mit dem Volvo. Wir hatten jetzt das hier genommen, Forgotten Road. Ich mach kurz für die Devil Passage. Und ich weiß nicht, falls ihr sehen solltet. Nee, ihr seht es leider nicht bei OBS. Also hier ist noch im Hintergrund im Ladebildschirm jetzt hier noch ein flotter Rennwagen. Ich habe gebildet. Ready und go. Und wir Winner. Ich bin noch nicht mal losgefahren. Okay, dann fahre ich mal mit dem Thunder. Und ich fahre mal die Devil Passage 2. So, Loading, ihr seht leider das Bild nicht. Ja, also hier werden. Und ready und you're a winner. Ich habe noch nicht mal. Oh, einfach nur geil. Highscore geht auch noch nicht. Keine Ahnung, nicht eingebaut oder sowas. Random Ways, machen wir das mal. Gucken, was dann passiert. Loading. Ja, der Lade ist könnte eigentlich durchgereicht. Wie gesagt, gerade noch Quick und Dirty Aufnahme eben schnell. Ready und you're a winner. Mal gucken, wer hat das Spiel verbrochen? Okay, hier steht Stellar Stone, TSC Group Entertainment, Gamel Publishing Inc. Wie gesagt, das Ganze ist dann noch von Activision hier publiziert worden. Hier, produced by, hier, die Leute haben es verbrochen. NixPix LTD. NixPix, ja, da ist der Name Programm. Hier, und Sound, der Alex Burton, der hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Also, ich habe noch nie einen besseren Sound gehört, wie in diesem Spiel hier. Ja, und wer jetzt denkt, das war genug. Nein, es gibt davon noch ein Patch. Und diesen Patch stelle ich euch jetzt mal vor. Also, bis gleich. Hier sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal das Update installiert. So, mal gucken, was sich da tut. Wir fahren wieder mit dem Thunder mal los. Don. Und ja, die Musik ist einmalig. Ich habe das Update installiert. Jetzt sollen hier zumindest auch Sounds eingebaut worden sein. Aber ich höre bis jetzt noch überhaupt nichts. Also die Musik ist wirklich einmalig. So, mal gucken. Loading. Ihr seht den Loading-Screen leider schon wieder nicht. Keine Ahnung. Das Ding mag nicht. In Verbindung mit OBS. Schade, schade. Oh, hör mal. Guck mal. Hey, unser Gegner fährt los. Oh. Und der Sound. Hör mal, der Sound. Was ist das denn? Hey, ich kann hier einfach durch mein Gegner durchfahren. Die Kollision ist einmalig. Was ist das denn jetzt hier unten für. Hier auf der linken Seite unten die grünen Zahlen sind neu. Ey, das hört sich hier an, hör mal. Ich weiß nicht. Ich kann den Sound nicht beschreiben. Also. Er hört sich eher ein bisschen so futuristisch an, weißt du, wie so die UFOs hier aus dem 60er-Jahre-Film. Aber ich warte mal eben. Ich halte mal eben kurz. Ich muss mal auf meinen Gegner warten. So, und C geht jetzt nicht mehr. Das war wahrscheinlich so eine Art Entwicklerkamera gewesen. Wie gesagt, der KI wurde jetzt, bei dem LKW, dem Gegner, wurde jetzt eine KI eingebaut. So, und da fahre ich jetzt mal hinterher, weil das wird eine Überraschung werden. Was da jetzt zutage kommt, da mal. Und wie gesagt, das sind die einzigen beiden Sachen, die gefixt worden sind. Nee, noch eine dritte. Da gab es noch eine Strecke in der ungepatchten Version, die da abgestürzt ist. Das war die Nachtstrecke gewesen. Das habe ich gar nicht demonstriert, weil, wie gesagt, wir waren immer Winner gewesen. Und der Bug wurde auch behoben, glaube ich. Und der Wendekreis ist genominal, wollte ich sagen. Genial.
Also schneller als 30 mph fährt der Gegner nicht. So genau, also gefixt worden, dass wir jetzt den Motorsound haben. Gefixt wurde, dass wir einen Gegner fahren, der fährt. Einen Gegner haben, der fährt. Und dann, wie gesagt, die dritte Strecke ist gefixt worden. Dass man die jetzt auch fahren kann bei Nacht. Was sonst noch gefixt worden ist, keine Ahnung. Aber das waren so die drei Hauptanliegen. Ich sag ja, und weh, jetzt meckert einer wieder, aber nur mit Sky. Ich sag ja, da waren ja bei No Man's Sky die besten Features schon drin gewesen. Und hier bei dem Spiel keine Soundeffekte. Ich habe mich da zurückversetzt gefühlt ins Jahre 1993, als ich im PC keine Soundkarte hatte. Und als da die ersten Spiele gekommen sind, die nicht mehr den PC-Speaker unterstützt haben, sondern schon eine Adlib-Karte und abgeschützte Hubschrauber sehe ich gerade, die schon eine Adlib-Karte oder eine Soundblaster-Karte haben wollten. Das hat mich gerade dran erinnert. Aber wie gesagt, 30 Flocken für dieses unfertige Spiel. Ich habe das dumpfe Gefühl, da ist eine Pre-Alpha-Version in den Handel geraten. Aber selbst die ist noch nicht mal fertig. Guck mal hier, also oben hier das... und hast du gesehen? Der ist vorm Start stehen geblieben. So, dass du selbst, wenn du ganz hinten bist, er vor dem Start bremst und du noch gewinnen kannst. So, warte mal, jetzt haben wir den auch noch nicht gehabt, ne? Den Mega One. Dann, so, die wurde jetzt gefixt, die Nightwide-Strecke. Das sollte eigentlich eine Großstadt sein. Wie gesagt, im ersten Teil ist der One abgestürzt. Wahrscheinlich, weil die Strecke noch nicht fertig war, denke ich mal. Ja. So, gib mal Kette, hör mal. Aber wie gesagt, während unser Gegner eh gewinnt, können wir das Ganze mal versuchen, ein bisschen rückwärts zu machen. Ja, hast du gehört, immer? Das hört sich eher an. Das hört sich an wie so ein UFO aus den 60ern. Ja, und das war hier, glaube ich, auch der Entwickler, hör mal. Der hat sich hier die Sound Engine hier im Hubschrauber eingebaut und dementsprechend. Hui. So, Checkpoint Tiger. Oh, ich mach die Handbremse an, hör mal. Das Geilste ist jetzt, ich drücke nur auf Space, ich mach nix. Also Handbremse fährt automatisch komplett rückwärts. Warte mal, während hier mal gucken, kann man hier irgendwie so sprungschanzentechnisch? Hui. Einmal durch die Tanke durch. Was ist Kollisionsabfrage? Das wird überbewertet. Wir kleben wie auf Schienen. So, mal gucken, wo unser Gegner einholen. Ansonsten fahre ich gleich rückwärts, dann sind wir eh schneller. Ich sage, der Sound hört sich echt an, hör mal, als wenn sie den von irgendeinem UFO aus den 60er geklaut hätten. Sound einmalig. Ich sage, ich weiß nicht, wer das Spiel gekauft hat, hör mal, der muss wohl zu viel Geld gehabt haben. Aber dass sich Aktivvision traut, das Ding auch noch zu vertreiben, das ist, oh Mann. Ja, wo sind wir? Bei 80 km/h? Nee, 80 mph, 120, ja. Wie gesagt, so Wentrucks, die können noch ein bisschen schneller fahren. Jetzt passt mal gleich auf einmal. Der Gegner steht wieder wie eine 1 vom Ziel und wartet, bis wir dran vorbeifahren. Mal eben unser UFO wieder langsamer werden lassen. Meine Herren. Wo ist denn der überhaupt? Der ist abgehängt, hör mal. Der hat ja den Super Pursuit Mode eingeschaltet. Oder er ist selber rückwärts gefahren. So, Checkpoint Charlie erreicht. Die Lampen machen kein Licht. Auch nicht schlecht, Herr Specht.
Pass mal auf. Da hinten sehe ich einen Gegner schon. Er ist noch nicht durchs Ziel gefahren. Er gibt uns die Chance zu gewinnen. Da. Dem ist bestimmt einprogrammiert worden. Halt mal da an, wo du losgefahren bist. Hallo, Leute. So, Handbremse aktiviert und yeah! Jetzt weiß ich, wo die UFO-Sounds herkommen. Techno. Joi. Mal eben paar hier Palmen fällen. Da geht die Sonne auf. Ich fahre mal ein bisschen hier so rum. Also, ich habe ja schon gesagt, der Paketsimulator wäre wäre ja ein Spielchen immer. Aber das Ding hier, da ist ein bisschen Wasser. Der ist ja der Paketsimulator ja noch ein richtiges Highlight. Juhu! Also wie gesagt, du fährst ja wie auf Schienen, hör mal. Jetzt weiß ich, wo sie die Idee für den Buggy hatten bei No Man's Sky. Also das ist hier, siehst du? Der ist hier wie Spider-Man, wie geklebt. Und genauso fährt auch der Buggy in No Man's Sky. Hui! Wo ist mein Truck hin? Hilfe! Und da ist er wieder. Das war der Tarnmodus. Den hätte ich mir ja gerne bei Hard Rock Apocalypse gewünscht. Also, das ist hier Open World ist das hier, was ich gerade mache. Ich fahre durch die Welt, wie es mir gefällt. Und das Schöne ist, wir haben nicht mal eine Map. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, also. Das Ganze wieder rückwärts, bitte. So. Also rückwärts bist du hier am schnellsten bei dem Spiel. So, wo sind wir jetzt? Hör mal, jetzt sind wir fliegen, jetzt sind wir im Weltall. Wir erreichen halt die Schallgeschwindigkeit, hör mal. Mach eins, es geht noch schneller. Airwolf ist nichts gegen uns. Und das mit der Handbremse. <lacht> 2000 mph immer. Wir sind irgendwo, ich habe keine Ahnung wo. Gleich erreichen wir den Mond. Minus 3000, mal gucken, wie weit ich komme. Und es geht schneller. Uiuiui, 4000. Erreichen wir die 5000. Komm, 11.000 Meter schaffen wir mal. Jetzt haben wir schon die Titanic gefunden. Wir fahren 6.000 mph, 7.000. 8.000. Komm, schneller. 9.000. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei welcher Machtgeschwindigkeit? Und guck mal. Und? Von jetzt auf gleich auf Null. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah, wir fliegen. Wir fliegen. Wir sind irgendwo außerhalb der Erde wahrscheinlich. Komm, zurück. Nee. Komm, quitto Windows. Ich habe keine Lust mehr. So, das ist Windows. Also. Ha, schönes Spiel. Nochmal ein Random. Ein Random-Event machen. Random-Event. Zufälliges Event. Ja, und da ist mir auch zufällig das Spiel abgestürzt. Ja, ich glaube, ich habe den Computer überfordert. Hör mal. Was? KartZ.exe funktioniert nicht mehr. Das ist wohl der Entwicklername von dem Spiel. Jo, Programm schließen. Und ich sag, das war Big Wigs Over the Road Racing. Das geilste
Truck Racing Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das lässt sogar den Paketsimulator in den Schatten, im Schatten stehen, so rum. Ja, das war's. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr mir als Beifahrer die Schulter gewesen seid. Wir wären der erste Truck im Weltall gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell sind wir jetzt gefahren? Minus 10.000 mph. Ich glaube, ich hätte es doch schneller hingekriegt, aber ja, ihr seht schon, damit konnte das Programm nicht umgehen. Ja. Ja, das war's dann. KZ-App-Crash. Tja. Ah, nee, also. Wow, ich bin ganz schwindig im Kopf. Also, wie gesagt, ich werde nur eine Runde nur mit Sky zocken jetzt gleich. Und ich muss erstmal wieder runterkommen. Also, bis später, euer Mike. Tschüss.